manchmal ist die Wahrheit einfach der reinste Wahnsinn. Ja komm, zeig uns mal beide nebeneinander oder übereinander oder so. Ja, das ist schon ein enormer Unterschied. Die gesamte Welt ist ein bisschen schmaler geworden. Und ja, wir haben deutlich an Land verloren. Selbst Lemuria hat sich verschoben. Ja, ist gut. Um Himmels Willen! Die Darstellung ist ja schön, aber das Geräusch geht mir ein bisschen auf die Nerven. Klar, dass er nicht uns fragt. Ich meine, wir sind keine Lemurianer, wir könnten ihm ja sonst was vorlügen, um uns einen König einzuschleimen. Und dann 50 Jahre ist Lumpa schon. Gut, man sieht den Effekt trotzdem schon. Ich frage mich, wie lange das goldene Zeitalter, also das, wie lange es her ist, dass die Alchemie versiegelt wurde. Alles sehr blumig ausgedrückt, aber ich denke, man kriegt doch ganz gut mit, worum es hier so geht. Ja klar, das wissen wir schon. Zumindest so im Großen und Ganzen. Alchemie kommt zurück, alle werden super mächtig und so weiter. Also ich nehme mal einfach an, dass es ein Teil der Versiegelung der Alchemie ist, und mit Synergie so selten geworden ist. Warum ist kein Loch in der Nähe? Das ist unlustig. Naja, das Spiel ist ja auch deutlich älter als der 300 Film. Gibt's nichts. Hier will ich doch nicht. Doch, hier gibt's den Brunnen. Verdammt. Verdammt, der Brunnen wäre schon interessant. Zumindest solange wir nicht nach Tolbi können. Der Kerl wird der Endboss. Das wäre super lustig.
Wir bringen die Alchemie zurück und dann kommt er und denken, das Spiel ist gewonnen. Dann kommt er und verwandelt sich in so ein Riesenbestie und verlässt sofort. An der Stelle würden wir, glaube ich. Oder? Nein, doch. Meine Freunde. Surprise. In irgendwelchen Ruinen. Das ist eine richtig tolle Synergie. Die hilft uns an vielen Stellen. Da dürfen wir nochmal quasi durch die ganzen Meere dürfen wir nochmal durchfahren. Also nicht ganz, aber. Ah, Felix. Ich muss sagen, ich finde den Namen Mörser etwas seltsam. Aber Fakt ist, er nutzt uns einfach. Erinnert euch an die komischen Felsen, die überall rumstanden im Wasser? Die können wir damit beseitigen. Ich glaube, ich war wieder zu schnell. Ne, komm schon, Aaron. Sei ein guter Bursche. Der Mörserstein. Ah, Hilfe. Finde den Fehler. Kann ich nicht annehmen. Okay. Ja gut, dann nehme ich ihm den Heiltrank weg. Nicht so viel Sinn auf ihn. So, Mörserstein angelegt. Mörser sieht so aus, ähnlich wie Erdgezitter, pulverisiert große Objekte. Das klingt awesome, das ist es auch. Und es ist so ziemlich der einzige Grund, warum wir nicht aus mechanischer Sicht hergekommen sind. Kann ich eigentlich den Hund irgendwie den Knochen... Nein. Ich habe keine Ahnung, was wir mit den Knochen machen sollen. Es ist wieder ein Item, das wir rumschleppen und nicht loswerden. Aber auf jeden Fall. Warte mal, hier drüben haben wir noch nicht geschaut, von wegen. Dingens. Von wegen Sachen zum Ausgraben. Na, haben wir aber nichts. Gut. Hatten wir sonst noch irgendwo irgendwas? Ach ja, der Brunnen, oh mein Gott. Den hätte ich jetzt fast vergessen. Wir haben wieder ein Glücksmedaillon und das können wir loswerden. Und sei es auch nur, dass wir irgendwas kriegen, was wir dann verkaufen können. Das ist trotzdem ein Inventarplatz weniger. Spiel sei lieb. Die Schildkröte ist gerade ein bisschen scheiße. Aber das müsste gehen. Verdammt. Oh, das ärgert mich jetzt. Ja, genau, den kann ich nämlich nicht brauchen. Ich bin mit Handschuhen und Schilden absolut belegt, eigentlich. So. Deshalb machen wir das Ganze fix nochmal. So. Und ja, die Schildkröten starten immer links. Das heißt, der erste Wurf nach einem Laden ist für mich quasi garantiertes Zentrum. Will man aber natürlich auch nicht, weil was will ich letztendlich... Nehmen wir an, ich habe 7 Dingensens. 7 von den... 7 Zentral, 7 Zentraldinger. Ich kriege dann 3 Äxte und 4 von... 3 Äxte... Allein schon 3 Äxte, da kann ich ja auch nichts mit anfangen. Wo ist jetzt der Arm der Hest hier hin? Hier. Guter Gewinn. Vermutlich wird eins von den beiden für das, was da rauskommt, dann auch wieder rausfliegen. Aber für den Moment... Ich glaube, wir sind mit Lemuria an dieser Stelle schon durch. Wenig zu tun, viel Story, die Welt wird...
langsam dahin siechen, wenn wir nicht die Alchemie wieder erwecken. Wow, dude. Du bist sowas von slow. Und auch wenn die Alchemie natürlich theoretisch einen Krieg entfachen könnte, der die ganze Welt dann endgültig in den Abgrund reißt, ist es immer noch besser als... Es ist immerhin die Chance, dass dieser Krieg nicht ausbricht. Wenn wir Alchemie nicht erwecken, dann... Everything fucked up. Damit ist die Frage Alchemie ja oder nein auch endlich keine persönliche Meinung mehr. Ne? Der große Streit mit Isaac war ja, wollen wir diese Mächte, wollen wir sie nicht? Dann frage ich, macht Thomas ursprünglich. Und das ist es jetzt nicht mehr. Also das ändert schon einiges. What? Ich denke mal ja. Darf ich... was? Okay. Der Text geht automatisch. Ha! Endlich die... Ha! Die Frage, auf die haben mich schon lange gefreut. Und an. Ach, Jenna mischt sich auch ein. Scrollt der Text automatisch oder nicht? Das kann ich wieder nicht wegklicken. Ich wollte hier eigentlich speichern, bevor ich rausfahre. Aaron weiß auf jeden Fall ziemlich gut zu argumentieren. Aaron? Jetzt sag es uns schon! Das ist halt echt eigentlich nicht fair, aber... ein lustiger Dialog. So, jetzt kann ich hier wenigstens speichern, bevor ich nochmal dieses Labyrinth fahre. Einmal hier. Und einmal auf Platz, auf Platz 1, da brauchen wir wirklich nicht mehr. So, jetzt können wir nämlich zur Not... Ups. Halt, stopp! Halt! Hier gab es auch irgendwo einen Felsen, den wir mörsern konnten. Und sei es auch nur zu Demonstrationszwecken. Nein, mit... Oh, mehr als Demonstrationszwecken. Das hier ist so ein Fels. Den zücken jetzt unseren Mörser. Und es macht wupper. Heavy Beat, Dropping und dann geht der Felsen unter. Und jetzt können wir irgendwo hin. So funktioniert der Mörser. Der eröffnet uns halt durch die Passage von Gondovan, wo wir so viel rumklettern mussten. Unten mit dem Boot... Was? Okay. Ermöglicht er uns, mehr... Was? Achso. Oh mein Gott, mehr Ruinen. Holy fuck. Warte mal. Bevor ich jetzt hier reingehe, schaue ich mir erst mal an, was da was jetzt hier im, nördlich von hier war. Was war ich gerade am... Geraden. Warum kann man nicht einfach das... Steuerrad ansprechbar machen. Was wollte ich sagen? Wo war ich gerade? Genau, und dann können wir durch die Passage von Gondovan in die westliche See fahren. Dann fahren wir dort durch die ganze westliche See, sammeln erst zuallererst, würde ich sagen, habe ich vor, sammeln wir an den ganzen flachen Stellen die ganzen schmiedbaren Sachen ein, für die wir momentan keinen Platz haben. Also wir gehen zuallererst zu einem Laden. Verkaufen dort. Dann fahren wir in die westliche See, dann sammeln wir die ganzen schmiedbaren Sachen ein. Da gibt es einmal eine große Tour, wo wir nach Yalam fahren und schmieden. Das könnten dann 5, 6, 7 Sachen sein, die wir da machen. Je nachdem, wie viel wir finden drüben. Dann dürften wir eine ganze Menge ordentliches Equip haben. Ach du meine Güte, ist hier viel Unkraut. Und dann können wir unterwegs vielleicht noch gucken, dass wir hier und da... dabei können wir auch gucken, dass wir auf irgendwelchen Seiteninseln vielleicht irgendwo Ausrüstung einkaufen können. Wir sollten erst schmieden und dann einkaufen. So rum.
Aber wir können schon mal schauen in die Shops, wo es das Beste gibt. In der Hoffnung, dass ich es mal merken kann. Wir holen uns hier mal kurz Zyklon für her, weil auf die Schnelltasten, weil das ist doch eine ganze Menge Unkraut hier. Die Frage ist, zählt das da unten als stehendes Gewässer? Das ist schon echt groß. Die Frage ist halt einfach, ob das mit dem Meer verbunden ist oder nicht. Wenn nein, können wir es verdunsten. Wenn ja, können wir das... Oh, oh, oh! Chill. Okay. Wackel, wackel. Haha, ich weiß was. Schüttel, 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 schüttel. Oh mein Gott! Wir kriegen. Das ist. Oh mein Gott, wir kriegen ihn ohne Kampf. Wie viele Jets haben wir bisher ohne Kampf bekommen? Raureif. Ja, nee. Pack den mal darüber. Gut. Darüber. Was macht der eigentlich? Versiegelt Gegnerschutz hin. Immer noch keine Gruppenheilung. Sehr ärgerlich. So, das sieht. Wir versuchen es einfach mal. Dürre und ab dafür. Ich nenne ihn immer noch. Oh, wow. Okay, da können wir nichts machen. Ha. Ich meine, wir haben wenigstens einen Gin bekommen, aber war das wirklich alles hier? Wisst ihr, was enorm übel wäre? Wenn man irgendwann so den Meeresspiegel absenkt und dann wieder hier hin kann. Im Moment können wir eben das jetzt machen. Das wäre doch mal so richtig episch. Und dann so nochmal lauter neue Gebiete hat, überall, wo es vorher flach war. So. Gut. Außerdem können wir mit dem Mörser, was ich auch vorhabe zu tun, in der östlichen See, hatten wir diese Isla Pretiosa gefunden. Pretiosa, wie auch immer. Schatzinsel jedenfalls. Und dort hatten wir eben, waren uns so ein paar Plattformen so in die Höhe geschnellt. Auch auf solchen großen Steinen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir auf der Insel Isla Pretiosa noch nicht alles holen können, weil das ist ein sehr hoher Dungeon später. Aber was wir schon tun können, ist, diese Plattform wieder abzusenken und es ein bisschen tiefer hineinzuwagen. Und dementsprechend ein bisschen Ausrüstung dort herzuholen. Außerdem können wir den ganzen Scheiß hier ab. Das ganze Chaos, das Dings hier angerichtet hat. Hier, Poseidon mal wieder aufräumen. Ich kann noch mal, ob das was bringt, diese zwei wegzumachen. So, oder drei. Oh, was ist mit meinem Hals gerade los? Den da rechts können wir auf jeden Fall wegmachen. Da ist irgendeine Passage. Vermutlich führt die raus, ohne durch das gesamte Labyrinth zurück zu müssen. Wobei, durch das Labyrinth zurück ist eigentlich nicht schwer, weil du gehst in irgendeine Strömung rein und die bringt dich schon weg. Und noch mehr Mörser. Ja, vielleicht können wir hier eine Passage öffnen, wo wir in Zukunft durchfahren, anstatt das Rätsel zu machen. Und dich durch die ganzen Wirbel zu quälen. Das wäre halt schon enorm cool. Oder wir sind einfach irgendwo, wo ich... Keine Ahnung. Da können wir nicht hin, hier können wir nicht hin. Wir müssen hier lang. Na, hier ist ein Seiteneingang. Schau an. Gibt's hier vielleicht irgendwo was zum Gucken? Das ist in der Tat ein schneller Eingang. Ach, natürlich, sonst wäre... Den hätten wir bestimmt auch vorher schon wählen können. Aber da war der Fels im Weg, der... den wir eben weggemörsert haben. Ja, hier gibt es auch sonst nichts. Angesichts unserer aktuellen Position... gab es hier einen Laden, ist die Frage. Ich glaube nicht. Da, in Izumo gab es aber einen. Also gehen wir nach Izumo, verkaufen, fahren dann zur Isla Pretiosa, holen uns dort ein bisschen Zeugs ab, hoffentlich gutes Zeugs. Und dann...
Was wir hier mal machen können, ist... Hatte ich nicht irgendwo... Ah, da fehlen mir Gins für. Ja gut, dann hau ich die schnell kaputt und... mach die Gins wieder fertig. So, jetzt nächster Kampf. Können wir uns dann mal Eclipse ansehen? Eclipse. Schreibt sich mit K. Es ist also nicht die englische Eclipse-Aussprache. Es ist... Aber es steht ein E am Ende. Also es ist eindeutig Eclipse. Komisch. Ups, zwei. So. Hier ist der Allround-Laden. Verkaufen. Was ist hiermit eigentlich? Wir könnten es verkaufen. Ich werde aber lieber gucken, ob ich es in den Meeresgottschrein zurückbringen kann. Die kann noch weg. Knochen ist nicht verkäuflich. Okay, also mit dem stecken wir echt fest. Gegengift. Brauche ich eigentlich nicht. Ich habe den Einhornring und ich habe... Irgendwo habe ich... Also zumindest irgendwo habe ich den. Hier auf Jenna. Und ich habe den Gegengift-Zauber. Jetzt verkaufe ich das Himmelszeichen in Azu in Izumo. Wie ironisch. So. Hier ist noch ein bisschen Zeugs, das weg kann. Was die Pilze, was wir mit den Pilzen machen können, habe ich immer noch keine Ahnung. Aber vielleicht ja jetzt in der östlichen See, wo da irgendein Sammler ist. Ich fände mich nicht irre, weil nämlich beide Pilze auf der östlichen Seite der Passage von Gondor waren. Will heißen, wenn jetzt in der westlichen See ein Sammler ist, hätte der da nicht rankommen können. Drei, zwei, drei, vier. Ja. Ich mach's jetzt mal so. Ich mach die beiden späteren, die ganzen frühen Inventare alle voll. Also nach Möglichkeit. Schauen wir mal. Anlegen und die Spieletickets. So. Ups. Das war jetzt nicht ganz so sinnig. So. Nur seine Ausrüstung da. Er hat keine Stiefel. Wieso hat er. Weg, weg, Motte. Keine Stiefel. Fällt mir gerade mal so auf. Wahrscheinlich, weil wir, als wir die Stiefel gekauft haben, ihn noch nicht dabei hatten. Ist die Frage, wo haben wir die gekauft? Ist hier irgendwo Stiefel? Nein. Kennen wir die schon? Egal. So, gut. Jetzt haben wir wieder ein bisschen Platz. Nämlich insgesamt 10 Plätze. Das ist schon was, denke ich. Wenn man bedenkt, dass wir Psy-Kristalle und Heiltränke und all das, was man so normalerweise so an Zeugs findet, an besseren Zeugs, dass wir das alles schon haben, also dass das nicht dazu zählt. Wir können jetzt quasi 10 Ausrüstungs- oder Schmiedegegenstände, was ja dann auch zur Ausrüstung wird, mitnehmen. Das sollte im Moment reichen. Die Isla Pretiosa ist zwar ein Dungeon, der hauptsächlich dazu dient, einen geheimen Boss ganz am Ende unterzubringen, so Secret Endgame-mäßig. Und dementsprechend natürlich auch besondere Items zu geben als Belohnung. So, irgendwo schön Eclipse. Himmelfüllender Drachen. Klingt ja schon mal toll. Schauen wir mal, ob der hält, was er verspricht. Ach du meine Güte. Okay. Wir wissen, dass unsere Viererbeschwörung ungefähr 500 Schaden gegen einen schwachen Gegner. Das sind... Warum machen die keinen Schaden? 400 und 300 mit... Das war sehr effizient. Ne? Das war ein... Da waren drei Ausrufezeichen. Das war mit Bonusschaden. Ups. Und trotzdem nur 400. Also diese Kombi-Beschwörungen sind irgendwie enorm schwach. Keine Ahnung warum. Vielleicht, weil sie mit einem kombinierten Elementarwert kämpfen, sozusagen der Durchschnitt zwischen Kosmos, Wind und Wasser, und dementsprechend auf einer geringeren Basis basieren als die eigentlichen reinen Beschwörungen. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Und warum kann ich jetzt noch beschwören? Achso, ja, den einen Weg zu. Schauen wir mal, ob wir vielleicht einfach ein paar Spezialangriffe sehen. Oh, Schaden. Ja, den kennen wir schon. Ui, der sieht fett aus. Macht doch gut Schaden. Speichern, bevor wir da reingehen. Wer weiß, was passiert. Ja, lass mich durch.
So, das waren die ganzen Schätze, wo die waren alle schon ausgeräumt. So, und hier hatten wir jetzt das Problem, dass diese Dinger hochfahren. Und denen können wir jetzt zu Leibe rücken mit der Nase. Den da oben lasse ich stehen, weil ich will ja über die Säulen klettern können. Müssen wir noch hier rum. Okay. Komme ich da von hier aus ran? Ich glaube nicht. Aber ich probiere es mal. Okay. Ups. Steinsoldat. Mit denen kommen wir, glaube ich, klar, wenn ich mich nicht irre. Er sieht auf jeden Fall nicht schneller als wir. Also gut, schneller als Jenna und Cosma ist natürlich auch schwierig. Achso, der macht jetzt vermutlich die... den da hoch und das brauchen wir. Hahaha. Trick 17, ha? So, wer das jetzt nicht versteht, der denkt einfach noch nicht mit Synergie. Wir müssen erst hier rüber, um rauszukommen. Und jetzt schieben wir das Ding wieder da an, wo es hingehört. Der Schalter macht quasi die Plattform jedes Mal dann hoch, wenn er gedrückt wird. Wenn er wieder loslässt, passiert einfach nichts. So, das heißt, wir können so hier rüber. Wie viel EP hat der Steinsoldat eben gerade gegeben? Ich habe gar nicht drauf geachtet. Ach, schon wieder. Gehen wir mal hier rum. Weil das die einzige Säule ist, von der ich schon weiß, dass ich sie nicht brauche. Weil da rechts ist nichts, wo ich hinwollen könnte. Jawohl, das ist unsere erste Truhe hier. Unsere erste Truhe, in der was drin ist. Die ganzen am Anfang wurden ja schon vorher geplündert von, ich weiß nicht wem. So. Narrenschmuck. PP. Das ist satt. Tauschen gegen die Spieletickets einfach mal. Warte mal kurz, was ist sie jetzt dadurch losgeworden? Den Reif der Reinheit. Hey, das ist besser als das da. Geben wir das da rüber und tauschen es wieder gegen die Spieletickets. Ich achte da jetzt wirklich drauf, dass die Sachen alle bei Aaron landen. Da brauche ich nämlich auch beim Verkaufen wieder nicht so lange. So, das Tolle ist, jetzt dürfen wir alles wieder zurücklaufen. Felix hat mittlerweile ganz schön viele Sachen, viele Synergien. So. Schild drauf. Ich hau einfach mal drauf. Oh. Okay. Sind doch nicht ganz so stark, wie ich dachte, was die MP angeht. Oh, aber was den Schaden angeht. Holy fuck. Das hat wehgetan. Damn. Vielleicht sollte ich hier ein bisschen... 800 EP ist natürlich auch eine Portion, ne? Also da muss man jetzt natürlich mal sagen, das war schon ordentlich, was wir da bekommen haben. So, ich möchte in diese Richtung möglichst raus. Genau deshalb. Ha! Das wären... Oh Gott, das wären richtig viele neue Truhen. Da sind bestimmt ein paar mehr Mix bei. Das da sind niemals sechs. Niemals im Leben sind das hier sechs Items. Da ist sicherlich irgendwas mit Münzen und Mimic und so. Sternstaub, der nimmt keinen Platz weg. Spiel sehr lieb. Rostige Axt. Sylphenfeder. Ich dachte doch, irgendwo sind Münzen. Nimmt auch keinen Platz weg. Kein Mimic dabei. Das ist schon mal gut. 1, 2, den Sternstaub, 3, wir haben schon 3 Ausrüstungsgegenstände hier gefunden, wenn man es so sieht. 4, ja, das ist...